Herzlich willkommen bei der Berufsfeuerwehr Augsburg. Mein Name ist Andreas Hecker, ich bin Leiter der Atemschutzwerkstatt und somit auch verantwortlich für die Übungsstrecke, die jeder Berufsfeuerwehrmann, genauso wie ein freiwilliger Feuerwehrmann, der mit Atemschutz in den Einsatz geht, einmal im Jahr begehen muss. Die Anforderungen bestehen einfach daraus, dass man sich einmal anständig ausrüstet, so wie man das im Einsatz auch macht, dann anschließt, das heißt, man den Lungenautomaten an die Maske anschließt und ab da beginnt dann eigentlich die Zeit zu laufen. Das heißt, ab da atmet der Feuerwehrmann die Luft aus der Flasche, die für diesen Einsatz reichen muss oder einmal hier durch die Strecke gehen muss. Die Strecke kann man sich so vorstellen, sie ist eingeteilt in eine Übung. Das heißt, man muss Leiterlaufband machen, das ist die Belastungsübung und dann geht man durch die Orientierungsstrecke. Das ist so, wie wenn man im Einsatz wäre, der verraucht ist oder man auch nicht weiß, wo man ist. So müssen sich die Kollegen auch hier zurechtfinden. Die Übungsstrecke wird überwacht von zwei Kollegen. Einmal im Vorbereitungsraum, wo sich die Kollegen ausrüsten. Und einmal der Verantwortliche ist, der im Leitstand sitzt, der hat alles im Blick. Das ist kameraüberwacht. Und falls irgendetwas passieren sollte, kann der dann auch sofort eingreifen. Und wenn Sie dann mit 1600 Liter Luft das Ganze geschafft haben, dann ist gut, dann sind Sie für ein Jahr atemschutztauglich. Wenn nicht, dann müssen Sie ein klein bisschen mehr trainieren und dann dürfen Sie wiederkommen.